Der Deutsche Volkshochschulverband hat im vergangenen Jahr eine strategische Agenda unter der Überschrift Erweiterte Lernwelten für Volkshochschulen in Deutschland verabschiedet und hat sich damit eine gewichtige und auch gleichzeitig anspruchsvolle Aufgabe gesetzt. Denn obgleich wir im Volkshochschulbereich schon sehr viele verheißungsvolle Initiativen haben, die Sie ja unten in der Lounge schon zum Teil auch begutachten konnten, stehen wir doch, was den Digitalisierungsprozess in unseren Einrichtungen betrifft, noch sehr am Anfang, aber nicht mehr ganz am Anfang. Und das Ganze ist ja umso schwieriger, als wir vielleicht im Unterschied zu anderen Projekten, die wir so über die letzten Jahre oder Jahrzehnte durchgeführt haben, den Fortgang des Ganzen gar nicht so wirklich einschätzen können. Das heißt, wir stochern so ein bisschen im Ungefähren und können jetzt nicht, sagen wir mal, als Ziel sagen, in 10 Jahren stehen wir an diesem und jenem Punkt, weil das Tempo, das mit Digitalisierung verbunden ist, doch sehr hoch ist und wir auch die Entwicklungen, die auf uns zukommen, so noch gar nicht absehen können. Wenn wir die Agenda der erweiterten Lernwelten mit professionellem Blick betrachten, stellen sich automatisch Fragen. Die erste und die wichtigste, und die hat unsere Präsidentin heute Morgen auch schon im Prinzip an uns gerichtet, das ist die Frage, wie verändern wir Lehr- und Lernprozesse unter dem Einfluss digital unterstützter Lernsettings? Also nicht die Frage, wie verändern sich die Lern- und Lernsettings, sondern wie verändern wir sie? Das heißt also, die gestaltende Perspektive einzunehmen und nicht darauf zu warten, dass irgendein Phänomen Digitalisierung kommt und uns verändert. Das sind sozusagen zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen, obwohl es natürlich immer wieder Dinge gibt, die uns dann natürlich auch von außen begeistern und wo wir dann vielleicht auch technikaffin oder einige von uns technikaffin sagen, das müssen wir aber jetzt unbedingt einsetzen und vielleicht gar nicht darüber nachdenken, macht das pädagogisch eigentlich Sinn. Ja, das ist sicherlich eine der Kernfragen, aber auch die Frage, welche Anforderungen auf unsere Institutionen als Organisationen zukommen in den nächsten Jahren, welche Chancen, welche Risiken damit verbunden sind, sind ganz entscheidend. Man kann sich natürlich weiter fragen, kann uns überhaupt der Spagat zwischen der aus Erfahrung lebenden, analog arbeitenden Institution in das digitale Zeitalter gelingen? Es gibt ja Cassandra-Rufe, die sagen, das wird euch nicht gelingen. Ich bin da ganz anderer Ansicht. Und, oder man könnte die Frage stellen, sind nicht Volkshochschulen mit ihrem analogen Setting sogar so etwas wie der pädagogische Konterpart in einer komplexen, überdigitalisierten Gesellschaft und nehmen sozusagen eher eine kompensatorische Rolle ein? Darüber werden wir heute sprechen und ich stelle Ihnen jetzt die Podiumsteilnehmer des Nachmittags vor, als in alphabetischer Reihenfolge. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir jetzt zunächst Dr. Jörg Dräger begrüßen dürfen, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung. Herr Dräger in der ersten Reihe. Er ist seit 2008 Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung für die Bereiche Bildung, Integration und Demokratie sowie Geschäftsführer des Zentrums für Hochschulentwicklung. Zuvor war Herr Dr. Dräger Senator für Wissenschaft und Forschung in Hamburg und das haben Sie sicherlich schon mitbekommen im Vorfeld dieses Kongresses. Er hat im Herbst zusammen mit Ralf Müller-Eiselt ein sehr interessantes Buch veröffentlicht, was auch der Ausgangspunkt unseres Forums heute Nachmittag ist. Das heißt, die digitale Bildungsrevolution im DVA-Verlag erschienen. Die Bertelsmann Stiftung hat in den letzten Jahren einen klaren Schwerpunkt im Bereich digitaler Bildung gesetzt und eine Expertise aufgebaut, die Schulen, Hochschulen und Erwachsenenbildungseinrichtungen gleichermaßen zuvorkommt und sie dabei unterstützt, zum Beispiel mit dem Portal WWWeb zusammen mit dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung, was im letzten Jahr gelauncht wurde und sehr, sehr viele tolle Informationen und auch Mitwirkungsmöglichkeiten für die professionellen Erwachsenenbildung bietet. Ich freue mich sehr, Mareike Hachemer begrüßen zu dürfen. Applaus
kommt aus einer etwas anderen Welt, nicht der Erwachsenenbildung, sondern zunächst einmal aus der Schulwelt, aber da hat sie einen ganz besonderen Part. Sie ist Berufsschullehrerin, derzeit Abgeordnete im Hessischen Kultusministerium im Referat Europa und Internationales. Sie betreut als Redakteurin schon seit vielen Jahren die Zeitschrift Interjuni, Zeitschrift für internationale Kinder- und Jugendliteraturforschung, ist Mitglied des Pestalozzi-Programms des Europarats und im Jahr 2014, soweit ich weiß, Finalistin des Weltlehrerpreises der Walkate Foundation in London. Dafür ist sie auch als Botschafterin in aller Welt unterwegs. Das heißt, sie kennt also tatsächlich die Praxis weltweit, sage ich jetzt mal. Ja. Frau Achim hat sich auch mal, hat sie mir eben erzählt, an der Volkshochschule beworben vor 6 Jahren als Integrationskurslehrerin und ist abgelehnt worden. Herr Dräger hat mir auch was erzählt. Herr Dräger hat nämlich auch Volkshochschulerfahrung. Und zwar 1983 war es Herr Dräger, da hat er einen Programmierkurs. Programmieren mit C64-Computern mitgemacht. Sehr gut. Ich habe meinen C64-Computer beim Norma gewonnen. Also, das sind die unterschiedlichen Erfahrungen. Aber zurück zu Frau Hachemann. Sie hat vielseitige Lehrtätigkeit, die sie mitbringt in unterschiedlichen Bereichen, von der Berufsschule bis hin zur Otago University in Neuseeland. Sie ist Stipendiatin des Lowell Milken Center for Unsung Heroes, was ich also auch einen ganz tollen Begriff finde, den ich ganz neu gelernt habe. Unsung Heroes sozusagen. Super. Ich begrüße außerdem Nina Oberländer. Herzlich willkommen, Nina. Sie ist Leiterin. Leiterin des Bildungsmarketings an der Bremer Volkshochschule, aber der Begriff Bildungsmarketing, der passt hier immer nur so halb, weil eigentlich bezeichnet sie sich als Bildungsdesignerin, weil ihr gerade diese Schnittstelle zwischen Content, also zwischen Inhalten und Marketing sehr als Arbeitsbereich gefällt. Und ja, sie ist bekannt geworden in den letzten 3 Jahren eigentlich durch ihre Initiativen im Bereich des digitalen Lernens. Sie war Mitinitiatorin des VHS-MOOC 2013, des sogenannten Ich-MOOCs, wo es also um digitale Identität ging, war ein digitales Ich 2015, der auch mit dem Award der OER-Akademie ausgezeichnet wurde, zusammen mit Joachim Zucker und den Kollegen des On-Campus in Lübeck. Und sie war auch aktive Begleiterin der letzten 3 VHS-Barcamps, die ja auch sozusagen in der erweiterten Lernwelt-Community großen Anklang gefunden haben. Oberländer ist stark vernetzt in der VHS-Community der erweiterten Lernwelten und wurde aufgrund ihres Engagements in diesem Jahr nominiert für die Finalrunde des Awards Vorbilder der Weiterbildung. Das mit dem Awarding geht also, zieht sich so durch. Ich darf Professor Dr. Schrader begrüßen vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung. Der hat nämlich im Jahre 2012 für sein, wie ich finde, hervorragendes Online-Falllaboratorium. Das ist im Prinzip eine Videodatenbank, wo im Prinzip Praxisfälle aus dem Kursleiter-Dozenten-Lehreralltag aufgearbeitet werden, auch als partizipative Plattform auf die Reise gesetzt. Und das ist damals mit dem Comenius Edu Media Award auch ausgezeichnet worden. Herr Professor Schrader, denke ich, ist vielen von Ihnen bekannt. Er forscht zum Lehren und Lernen, zum Einsatz digitaler Medien sowie zur Professionalisierung des Personals in der Erwachsenen- und Weiterbildung und auch zur Struktur und Steuerung des Weiterbildungssystems in international vergleichender Perspektive. Herzlich willkommen, Herr Professor Schrader. Wir beginnen mit Dr. Jürgen Wäge. Seinen Vortrag, der lautet sehr grundsätzlich die digitale Bildungsrevolution. Ist also analog zum Titel seines Buches gewählt. Der Untertitel heißt Teilhabe für alle und Überwachung von jedem. Und damit machen Sie, Herr Dräger, einen echten Spannungsbogen auf, denke ich mal, der sehr interessant für uns sein wird. Der Begriff Revolution verheißt ja immer, dass etwas kommt, was etwas ablöst,
gewesen ist. Und da bin ich also auch sehr gespannt, wie Sie diese Revolution beschreiben und was sie dann für uns auch als Volkshochschulen bedeutet. Vielleicht für Sie zum Ablauf. Wir werden drei Fragerunden haben nach dem Vortrag von Herrn Dr. Dräger. Und innerhalb des gesamten Geschehens können Sie sich einbringen über die VHS-Tag-App. Ah, super. Ja, also die die Apps auf ihren Smartphones oder Tablets haben, können dann im Prinzip diesen Screen anticken und kommen dann gleich zum Fragestellen-Modus und können dann also auch die Fragen stellen. Die beobachte ich an meinem Notebook, was da auf dem Tisch steht. Und zwischen diesen drei Fragerunden werden wir immer mal Ihre Meinungen, Haltungen, Stimmungen versuchen zu reflektieren und in die Diskussion einzubringen. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass wir jede Frage einbringen, da wird die Zeit nicht zu reichen. Aber die wichtigsten Dinge, denke ich, können wir hier mit besprechen. Okay, Herr Dräger, ich freue mich auf Ihren Vortrag. Danke. So, den Vortrag gibt es dann im Livestream, den könnt ihr unter dem /Hashtag VHS-Tag auf Twitter sehen.